Moin Moin, hier ist mein Netzwerk, wo ich grüße euch. Geht weiter hier, Saxonia, Teil 18. Und wie ihr unten gesehen habt, ist eine alte Augenbenz. Den will ich euch heute mal vorstellen. Und hier ist mein Dings, mein Sammelwagen, der automatisch Stroh oder Heu sammelt. Ne, Stroh ist das ja. Und da ist er. Also in LS15 gab es den ja auch schon, aber der funktionierte bei mir komischerweise nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt funktioniert. Und da hinten seht ihr den Silo von der Firma Pulk oder Europulk, wie ich ja schon gesagt habe, gibt es ja wirklich. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, aber damals, als ich Silo gefahren habe, gab es hier wenigstens. War allerdings nur. Ich glaube, aus Holland war die und die hat auch eine Niederlassung in Polen und Tschechien gehabt. Mal hier bei diesem Silo, also das Schöne, funktioniert ja einwandfrei auch alles, das war auch kein Problem. Wäre natürlich schön, wenn man oben die Öffnung aufmachen könnte. Und dass wenn der auskippt, dass hinten die Öffnung auch sich öffnen würde. Aber na ist gut, läuft aus einem kleinen Rohr raus. Was normalerweise also eigentlich unlogisch ist, weil es ja viel zu lange dauert. Aber ist egal, sonst ist das ein schöner Mod. Und der LKW davon, der ist bei mir auch drin. Bloß den kann ich komischerweise nicht kaufen. Der lädt und lädt und lädt immer im Shop, aber der kommt nicht zum Kaufen. Und das war natürlich nicht was da dran liegt. So, Hauptsache hier, der Trailer funktioniert, oder mache ich was anderes. Und normalerweise steht ja der Mähdrescher und dann fährt man dann oben mit der Buchenöffnung vom Silo rüber und dann wird der geöffnet. Dann wird der abgetankt. Und das ist ein Mercedes. Also von innen, da sieht ihr, da können die eigentlich was machen mal. Aber sieht ja genau wie in LS15 und so auch, also eigentlich fürchterlich aus. Aber ich weiß nicht, aber ich habe die selbst noch auch mal nicht getestet, das ist so die erste Fahrt, die er macht. Mal schauen, wie der bisschen die Klappe öffnet und aber hoch geht. Mal schauen. Wie ich schon gesagt habe, also in LS15 da funktioniert der ja nicht. Also wenigstens auf meine Maps nicht. Ich habe ja mehrere da immer gespielt mal. Also da funktioniert ja nirgends gut. Naja, klasse, wenn ich den Abladepunkt. Schauen, wie das aussieht. Aber das mal schön, Klappe öffnet sich, ist animiert, dann das Radio läuft runter. Stempel ist auch da. Okay, also es funktioniert an und frei. Schließt auch wieder automatisch. Naja, das ist eigentlich das, was ich euch vorstellen wollte heute mal. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und sage Moin Moin, euer Gönners Brendsburg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.